Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, hier bei Ni no Kuni. Eigentlich wollte ich jetzt gerade in der Pause eben mal speichern gehen und bin hier ins Katzenkörbchen gelaufen und da passierte Folgendes. Es ist also der Gouverneur. Er hat etwas Zurückhaltung übrig, oder nicht? Na klar, Mann, logisch oder nicht, denk dran, wie geduldig er sein musste, bis er alle von seiner Idee mit den Badesachen überzeugen konnte. Was tut mir übrigens unwahrscheinlich leid, falls man im Hintergrund Lärm hört, das ist die Katze. Ich weiß nicht genau, ob das Mikrofon das mit aufnimmt. Stimmt etwas nicht, meine Freunde? Oh, ich sehe, dass ihr eure Badesachen nicht tragt. Sind sie euch so schnell lästig geworden? Nein, das ist es nicht. Wir wollten nur gerade an Bord eines Schiffes gehen, um die Stadt zu verlassen. Oh, ein Schiff, sagt ihr. Ihr habt also eure Reiseklamotten an. Ich verstehe. Aber unser Freibrief wurde gestohlen und deshalb möchten wir Sie um einen Gefallen bitten, Herr Gouverneur. Tut mir leid, das zu hören. Wie kann ich euch behilflich sein? Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht. Vielen Dank, Herr Gouverneur. Sie müssen uns dabei helfen, jemanden zu retten. Jemandem helfen, der in Not ist? Ein nobles Anliegen. Aber dazu brauchen wir etwas von Ihrer Stärke. Meiner Stärke? Ja, wir müssen ihm das Stück seines Herzens zurückgeben, das ihm fehlt. Nein, einer mit gebrochenem Herzen in unserer Stadt, das darf nicht sein. Du weißt also, worum es geht, was? Schick, dann machen wir es kurz. Wie du siehst, ist dieser junge Mann hier ein Zauberer und zwar einer, der gebrochene Herzen heilen kann. Ein Bate des Propheten. Und der Mann, dem wir helfen wollen, hat seine Zurückhaltung verloren. Ihr verfügt über unglaubliche Geduld und Nachsicht, Gouverneur. Würdet ihr etwas davon abgeben, damit wir ein Herz heilen können? Das hatte ich nicht erwartet, aber natürlich gerne. Sag mir, was ich tun muss, und ich werde es tun. Prima, vielen Dank, Herr Gouverneur. Schick, und weiter geht's, Olli. Also dann. So, sehr schön. Das können wir dann gleich zu dem Mann bringen. Was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Mein Herz, es ist viel leichter. Bedeutet das, dass ich ein Stück davon mit dir geteilt habe? Genau. Gut gemacht, Olli. Und jetzt auf zum Dock, damit wir dem Kerl mit dem gebrochenen Herzen helfen können, ja? Ja, danke, Herr Gouverneur. Ich hoffe, dich bald wieder hier in Laguna begrüßen zu können, junger Mann. In Badehosen selbstverständlich. Das machen wir. Jetzt würde ich aber gerne trotzdem abspeichern. Sekunde. Ich gehe nochmal kurz raus und wieder rein. Denn das wollte ich ja eigentlich gerade tun. Er ist immer noch im Weg, oder? Ah ne, jetzt geht's. Willkommen in der hiesigen Herberge, genau. So, einmal übernachten. Laden wir nämlich auch gerade unsere Kumpanen hier wieder auf. Den Fortschritt speichern, das können wir machen. Den hier. So. Okidoki. Dann mal zurück zu unserem diebischen Freund und ihm helfen. Da ist er auch schon. Verdammt nochmal, ich hab doch gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Verflixt, Mann. Langsam geht er mir echt auf den Senkel. Bringen wir es hinter uns, okay, Olli? Ja. Einmal Zurückhaltung für den Herren, bitte. Ha? Was hast du mit mir angestellt? Hey, give that back. What's the matter? It's just a portrait of some pretty boy. No need to get your knickers in a twist. It's important. It must be. Why would you steal it if it wasn't? Let's just say I can't have it doing the rounds. Tell you what, I'll buy it off you. That's fair, right? No, it's not for sale.
We need it. Oh, yeah? Need it for what? Go on, this should be good. If I tell you, will you give it back? I might. It's a picture of one of the great sages. We need to find him. He's gonna help us defeat Shaddar. You what? What did you just say? We're going to defeat Shaddar, all of us, together. And we reckon this great sage might have some proper powerful magic in it. Ollie boy here's gonna need it. Okay, we told you why we need it. Now give it back. You lot think you can take down Shaddar? And you want to drag Pretty Boy here into it too? We sure do. And he'll help us. I just know he will. You must be even more gullible than you look. That or you're just plain stupid. You realize nobody stands up to Shaddar and survives, don't you? Nobody. Huh? Nothing. Anyway, you don't stand a chance. I think we do. Eh? Oliver made my father, Rashad, believe again. And he saved me, too. Rashad? What? The great sage? Rashad? The very same. And he's itching to take Shaddar down now. You're joking. If Rashad is... We're not joking. Fine. I give up. I can't believe I'm saying this, but you lot have got me half convinced. All right, I'll take you. I'll show you where to find him. Hey. What? You know him? Yeah, a bit. Neato! Thanks so much. I'm Swain. Good to meet you, kiddo. I'm not a kid. I'm Oliver. All right, all right. Keep your hair on. Good to meet you, Oliver. I'm Esther. Trippy, Lord High Lord of the Fairies. So, I guess we should set sail, huh? This is so exciting, Oliver. Trippy, Lord High Lord of the Fairies. Oh, weil wir uns gerade vorstellen. Komm raus, Junge. Das ist mein Vertrauter. Du hast einen Vertrauten? Du hast ihn doch gestohlen, oder? Nein, habe ich nicht. Vielen Dank auch. Er ist mein Vertrauter und zwar völlig legal. Und er haut ganz schön rein, das kann ich dir sagen. Sven und sein Vertrauter haben sich deiner Gruppe angeschlossen. Ja, dem geben wir gleich noch ein paar mehr. Irgendwas an diesem Sven gefällt mir nicht so richtig. Er verbirgt etwas. Aber er wird bestimmt toll, es wird bestimmt toll, einen weiteren Freund auf unserer Reise dabei zu haben. Vor allem einen mit einem Vertrauten. Hey, ich bin nicht bloß so eine Dumpfbacke mit einem Vertrauten, ja? Wie wär's, wenn ich euch zeige, was ich sonst noch so drauf habe, da ihr nicht viel von mir zu halten scheint? Um Gottes Willen, ich kann heute nicht lesen, Leute. Ah, genau das, was wir brauchen. Diese Truhe ist perfekt. Oliver, beweg dich ein bisschen näher an die Truhe dort drüben heran, ja? Sag mir Bescheid, sobald du sie klar und deutlich sehen kannst. Ich zeig euch was, das euch vom Hocker hauen wird. Ja, jetzt lernen wir nämlich, grüne Truhen zu öffnen, meine lieben Freunde. Macht euch auf was gefasst, Kinder. Here goes. Gut, hört zu. Siehst du, wie weit ich von der Truhe weg bin? Ziemlich weit, nicht? Und du denkst bestimmt, dass ich die nie im Leben erreichen kann, oder? Naja, da kommt meine Räuberpistole ins Spiel. Ich benutze einfach R, um das Ziel auszuwählen und drücke dann X, um zu schießen. Ganz einfach, oder? Das Schöne an Schatztruhen ist, dass sie nie wegrennen. Die sind, wie man in unserem Gewerbe sagt, wehrlose Opfer. Also dann, wird schon schief gehen. Zack. Du hättest eine irgendwas. Ich konnte es nicht so schnell lesen. Super. Nicht schlecht, was? Ich muss nicht am Schloss rumfummeln und mir die Hände schmutzig machen. Die wahren Profis nehmen ihre Beute aus sicherer Entfernung ins Visier und schnappen sie sich, indem sie einfach den Abzug drücken. Und was für Profis wären das? Ach, jetzt sei doch nicht so ein Tugendbold, okay? Er wird uns sicher ziemlich nützlich sein. Freunde, wir setzen bald die Segel, alle an Bord. Jawohl, Herr Kapitän, kommt schon, es geht los. Okay. Ihr bleibt nicht lange an einem Ort, was? Das ist Sven. Ihr bleibt nicht lange an einem Ort, was? Na schön, auf geht's. Schick, endlich werde ich das Meer sehen. Eigentlich müsste Tröpfchen das Meer ja kennen.
So, meine Freunde, jetzt gibt's hier aber wieder was zu tun. Zwei Sachen nämlich. Die Krabbe, mit der hatten wir ja schon geredet. Aber hier vorne ist noch jemand, der eine Tugend für uns hat. Wer ist es denn? Der kleine Junge? Ich glaube, der kleine Junge. Ah. Das schmerzt nicht. Bist du in Ordnung? Oh ja, mir geht's gut. Bin nur gestolpert und hab mir das Knie aufgeschürft, aber es tut gar nicht weh. Bist du da ganz sicher, Junge? Sieht verflixt schmerzhaft aus. Stimmt, das sieht echt übel aus. Die meisten Kinder würden jetzt sicher weinen. Dann bin ich vielleicht nicht so wie die meisten Kinder. Mein Papa hat gesagt, dass Jungs nicht weinen, also habe ich ihm versprochen, es nie zu tun. Du versuchst also, dich zu beherrschen, um dein Versprechen zu halten, meine ich? Ich sag dir, Olli, das Herz von dem Jungen strotzt nur so vor Zurückhaltung. Sieh nur, wie deine Fiole leuchtet. Oh, du hast recht. Sag mal, würdest du uns vielleicht helfen wollen? Ihr braucht meine Hilfe? Na klar, aber was kann ich für euch tun? Oh, du musst gar nichts tun. Wir möchten nur ein bisschen von deiner Zurückhaltung borgen. Deiner Zurückhaltung? Ich verstehe das nicht ganz, aber es hört sich ganz spaßig an. Bitte, nur zu. Danke, das hilft uns echt weiter. Okidoki. Mal wieder ein bisschen Zurückhaltung gebunkert. Weißt du, meinem Knie geht schon besser, glaube ich. Vielleicht war es dein Zauber. Sehr schön, das freut uns. Denk mal, vielleicht braucht die Person hier vorne dann Zurückhaltung. Könnte gut sein. Sie ist es, glaube ich. Meine Taschen sind fast leer und trotzdem gibt es noch so viel, das ich kaufen möchte. Ich muss die neuesten Bikinis einfach haben. Wieso wird es mir verwehrt? Eje, sie scheinen ja echt gerne einzukaufen. Oh, sieh dir das mal an. Es ist perfekt. Einfach zu perfekt. Ich muss es haben. Oh, und das hier auch. Da flixt noch eins, Mann. Die hat uns nicht mal bemerkt. Anscheinend kann sie gar nicht aufhören, die Auslage von diesem Crema anzuglotzen. Hallo? Entschuldigung. Sind Sie sicher, dass es eine gute Idee ist, all diese Dinge zu kaufen? Es ist nur... Sie haben erwähnt, dass Sie nicht mehr viel Geld übrig haben. Bitte stell dich mir nicht in den Weg. Es gibt so viel, das ich kaufen muss. Aber Sie müssen es doch nicht jetzt sofort kaufen. Vielleicht sollten Sie vorher ein wenig sparen. Belästige mich nicht mit derlei kleinlichen Erwägungen. Ich muss das alles sofort kaufen. Ich will es. Verstehst du denn nicht? Hört sich ganz so an, als könnte dieses Mädel eine extra große Portion Zurückhaltung vertragen, Olli. Sollten wir nicht was unternehmen? Ja, das sollten wir. Ja, sie kann nicht einfach weiter ihr ganzes Geld ausgeben. Ich meine, eigentlich geht es uns ja nichts an, aber ob es ist, wenn wir helfen können. Schick, besorgen wir die Zurückhaltung, die ihr fehlt, ja? Das haben wir ja schon. So. Was mache ich denn? Was ist hier los? Puh, sieht aus, als wäre sie wieder ganz die Alte. Was das? Was du es, der meiner Kaufsucht ein Ende bereitet hat? Genau, Tröpfchen, der große Großfürst der Feen. Steht zu Diensten, klar? Tröpfchen, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um anzugeben. Ich wage nicht daran zu denken, was aus mir geworden wäre, wenn ich weiter so hemmungslos eingekauft hätte. Bitte nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. 5 Kugeln salziges Eis und 200 Gulden und 2 Stempel. Ah, Stempel geht momentan ein bisschen schleppend voran. Ich will jetzt trotzdem nochmal zum Auftragsexpress, ob es jetzt inzwischen neue gibt. Monsterjagd, meine ich. Immer noch nicht. Okay. Wie sieht's hier aus? Die komische Krabbe, die haben wir ja schon angenommen. Na gut. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, können wir in See stechen. Mal nur zurück zum Schiff laufen. Achso, ja, und ich wollte ja Sven mal mit Begleitern ausstatten. Jetzt gucken wir mal. Was mag der denn so? Orange, schwarz und diese pinken Flammen. Okay. Orange, schwarz und diese pinken Flammen. Also er kann auf jeden Fall schon mal ihn hier kriegen.
So, den kann ich ihm ja erstmal lassen. Wobei, nee, wartet mal. Wir gucken mal, ob wir noch was haben, was zu ihm passt. Ansonsten muss er halt erstmal den behalten. So, schauen wir mal. Jetzt müssen wir ein paar Vertraute abgeben. Ich tu mal dich weg und dich weg. So. Also den könnte man mitnehmen. Den nicht. Den könnte man mitnehmen. Sie hat gelb. Also dann nehme ich, glaube ich, mal ihn hier mit. Der ist schon Stufe 10. Bis Sven. Wartet mal. Ich muss mir das nochmal ganz kurz angucken, das Symbol, was er da hat. Nee, das ist nicht dieses komische Fragezeichen. Nee, 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 nee. Na gut, dann kriegt er tatsächlich diesen... So, ich hätte das übrigens gar nicht wegtun müssen. Dann würde ich sagen, geben wir ihm hier den noch. Hat er jetzt halt nur orangefarbene, ne? Das ist alles das Gleiche. Okay, und was nehmen wir dann halt wieder mit? Dann nehme ich doch mal dich nochmal mit zum Austauschen. Ja, okay. Und dich halt. So, damit wir nochmal ein paar stärkere quasi dann auch dabei haben zur Not. Ja, so machen wir das. Gut. Jetzt können wir aber aufs Schiff. Ausstatten müssten wir die eigentlich auch. Das können wir dann aber vielleicht in der nächstgrößeren Stadt machen. Ich denke mal, so geht's erstmal. Okay. Warte mal, Mann, du willst jetzt gleich an Bord? Bist du denn wirklich schon bereit? Eine Seereise darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weißt du? Frag nur mal meinen Onkel Dai. Und was meinst du denn damit? Das ist verdammt gefährlich, nicht wahr? Du solltest tiptop in Form und gut gewappnet sein, bevor wir zu den Herbstlanden segeln. Oh, du hast wohl recht. Doch lieber noch mal ein bisschen trainieren. Ich weiß, dass da ein größerer Kampf kommt. Aber ich denke mal, das geht schon. Wir kriegen das so auch hin. There you are. Sorry, sir. We got a little sidetracked. The preparations are complete. We sail immediately. Aye, aye, Captain. Weigh anchor. Anchors away. Weigh anchors away. Another voyage lies before us. My heart sings for the seas. Set sail. We're moving. Ah, it's proper exciting, this is. This is gonna be fun. Then the seven seas await. Unfurl the sails! Na, Drippy, fall da nicht runter. Der Captain mit seinem Brusthaartoupet da immer, ey. Oh, da könnte ich mich jedes Mal kaputt lachen. Are you Stratling? And he spoke so highly of himself. Fool, did he really think the Guardian of the Volcano could defeat the pure-hearted one? I fear that executor may be a trifle toothless. Perhaps he forgot his orders. Well, Shaddaa. What next? This time, I shall leave nothing to chance. This time, he will suffer by my own hand. So, it has come to this at last. And not before time. Your Grace's silence, please. Very well, Shaddaa.
I will grant you a new power. The power to summon the storm. You honor me, your radiance. This time, he will be destroyed. Do not fail me, Executor. Okay. Das nächste Mal werden wir ihm also persönlich entgegentreten müssen. Und wir haben jetzt ein Schiff. Yay! Ach, die Meeresluft erquickt meine Seele. Nun, meine Freunde, wisst ihr überhaupt, wie man ein Schiff steuert? Haha, nur keine Angst, das ist keine Zauberei. Navigiere mit L und benutze R, um den Kamerawinkel zu ändern. Das hast du sicher bald heraus. Willst du von Bord gehen, dann nähere dich dem Ufer und drücke X. Wenn du wieder auf die hohe See hinaus willst, dann nähere dich dem Schiff und drücke X, um an Bord zu gehen. Unser Ziel ist der ferne Kontinent der Herbstlande, nordöstlich von hier. Dort wirst du Schweinfurt finden. Wenn du auf hoher See die Orientierung verlieren solltest, wird sich die Weltkarte als nützlich erweisen. Drücke an Bord der Seekuh R1, um sie aufzurufen. Wenn du nicht an Bord des Schiffs bist, kannst du mit R1 die Umgebungskarte aufrufen und dann Dreieck drücken. Verfügst du über solch eine Karte, hast du keine Ausrede mehr, wenn du dich verirrst. Genau, jetzt kann man die Weltkarte benutzen. Genau, sehr schön. So, da können wir gerade auch mal drauf gucken. Wir haben nämlich ein paar Sachen zu erledigen. Konnte ich hier nicht auch irgendwie... Ah nee, das geht so nicht. Okay, also... Erstmal wollte ich... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich wollte jetzt erstmal... Das sind Monster übrigens, die uns angreifen. Diese komischen Blobbel im Wasser. Ein Luftikus, ein Plitscher und ein Flugdrochen. Ja, nehmen wir mal dich. So, ich soll ja einfach mal angreifen. Ja. Vergesse es immer wieder. Aber er hat ja recht. Macht ja auch gut Schaden meistens. Nehmen wir aber mal dich vielleicht. Sehr gut. Gib it. Jetzt hat sie das bekommen. Na gut. Auch okay. What can I say? It's a gift. It's a gift. So, und der Sven reist jetzt mit uns und kann uns eventuell helfen. Sehr schön. Lanzprotz hat Stufe 21 erreicht, Esther Stufe 24. Supi. Ich wollte hier drüben hin. Irgendwo da ist nämlich der Gegner, den wir erledigen müssen. Ich muss nur mal gucken, wo genau. Ach, wartet mal, hier kommen wir, glaube ich, noch gar nicht vorbei. Sekunde. Ach, das ist aber gerade auch der Gegner, den wir brauchen. Gut. Wartet mal kurz. Oliver sieht nicht ganz so gesund aus. Dem kann ich vielleicht mal... Das ist ein bisschen viel. Aber das andere gibt noch mehr. Ja, dann isst du mal das Sandwich. Beziehungsweise vielleicht heilt ihn Esther auch dann gleich. Und ich muss mal für den Sven noch die Taktik einstellen, fällt mir gerade ein. Das können wir in dem Kampf machen. Den Golymp angreifen. Hm. Dann werde ich gleich mal mit Oliver reingehen und mir die Taktik bei Sven noch einstellen. So, heilen soll sie und er... Ich mache bei ihm auch mal vollen Einsatz. Ja, oder Unterstützung? Nee, ich mache bei ihm mal Unterstützung. Wobei... Nee, ich mache bei ihm auch mal vollen Einsatz. Genau, so. Das hier will ich, genau. Na? Das macht 38. Aua. Finde ich jetzt nicht so gut. Warum heilt mich denn Esther nicht? Ah, jetzt macht's es. Okay. Das war jetzt gerade komisch irgendwie.
So. Es ist halt blöd, dass die dann immer so weit von den Gegnern auch wieder weggehen. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Esther, warum hast du ihn denn nicht geheilt? Hast du dein ganzes Mana schon verschwendet? Okay. Ich glaube, wir kriegen ihn aber platt. So. Ach man. Naja gut, der hat jetzt auch nicht so die besonders starken Begleiter dabei. Ich hoffe, die kriegen jetzt trotzdem XP. Ich weiß es nicht genau. Ja, sehr gut. Aber ihr seht auch hier, ne? Die leveln jetzt nicht so schnell. Obwohl die erst Stufe 10 sind. So, das haben wir abgeschlossen. Sekunde, ich werde ihn mal wieder hochheilen. Leben hat er 142. Ja, dann kriegt er den... das Sandwich. Das reicht erstmal. Ich werde mal die Eiscafés hier auf die beiden aufteilen. So. Okay. Gut, Freunde. Dann haben wir das hier schon erledigt. Hier brauche ich, glaube ich, erstmal nicht weitergehen. Da gehe ich auch direkt wieder weg, weil ich glaube, die Gegner hier sind auch noch ein bisschen sehr stark. Mir ging es nur um die Monsterjagd hier. So, und dann, glaube ich, müssen wir hier drüben auf diese Insel. Irgendwo. Jetzt mal gucken, ich weiß nicht genau. Was hier? Ja, hier ist einer und da drüben und da unten ist noch was. Ist das hier? Den Miaudegen angreifen. Den machen wir, glaube ich, noch. Und vielleicht noch den auf der anderen Inselseite. So, Kätzchen. Ja, du kannst mal direkt mit dem hier Schnitter einsetzen. Ja, das war gut. Ich glaube, wir machen erstmal die Kleinen weg. So. Na? Oh, der kriegt aber... Hör mal. So, jetzt aber. Muss mal wechseln. So. Dann haben wir den auch. Sehr schön. Ja, ich hoffe, ich kriege das bald ein bisschen besser hier mit dem Kämpfen. Aber es wird ja. Also ich glaube, so schlecht stelle ich mich eigentlich gar nicht an. Bin halt manchmal ein bisschen langsam. Paulia lernt den Trick Kriegsschrei. Okay. Da hinten glitzert noch was. Zwergenbärte. Okay, das ist hier kein Wald oder sowas, wo wir rein können. So, dann nochmal hier drüben auf die Insel. Wartet mal, ich versuche mal weiter hier hinten kann ich nicht, ne? Ich muss, glaube ich, hier vorne anlegen, weil da überall diese Griffe sind. Also ich muss einmal über die komplette Insel laufen. Versuch mal. Ah, das lasse ich gerade mal stehen. Welcher ist es? Ganz da hinten. Ganz, ganz, ganz da hinten. Ach so, das ist die Krabbe. Oh.
Das ist die Krabbe. Ach, das süße Leben. Futter im Überfluss, sanft schwappende Wellen. Es ist ein Krabbenparadies. Klar, als ich hier angespült wurde, habe ich das andere gesehen. Das anders gesehen. Ich war überzeugt, dass ich als Einsiedler enden würde. Aber hier ist so viel entspannter als in Laguna. Ich habe meine harte Schale abgestreift und will da nie wieder rein. Du hast also mal in Laguna gewohnt? Warst du zufällig mit einer anderen blauen Krabbe befreundet, die da wohnt? Was? Kneif mich, ich glaube, ich träume. Kannst du mich wirklich verstehen? Wie kommt es, dass du meinen Freund kennst, der in Laguna wohnt? Dein Freund hat uns gebeten, nach dir zu sehen. Er hat sich wirklich Sorgen gemacht. Er wusste nicht, wo du hin bist. Er hat sich wirklich Sorgen gemacht. Ich verstehe. Hey, könntest du ihm etwas von mir ausrichten? Sowas wie... Hier ist echt großartig, jede Menge Futter und das Wetter ist Wahnsinn. Komm doch mal rüber und besuch mich. Gut, ich werde es ihm erzählen. Er wird sich sicher freuen zu hören, dass es dir gut geht. Dankeschön, junger Mann. Wenn ich etwas größer wäre, würde ich dir die Zange schütteln. Zange schütteln, you know. Ah, witzig. Okay. So, jetzt gehen wir mal hier wieder zurück. Oh, okay. Einmal kämpfen. Here goes nothing. So. Halt, erst hinlaufen und dann angreifen. So, wartet mal. Oh, Oliver. Irgendwie macht Esther nicht, was sie soll. Weiß nicht warum. Ah, okay. Warum ist er jetzt weggegangen? Ich verstehe es nicht. Ja, Oliver ist jetzt komplett verwirrt. Kann nichts mehr machen. Moment. Nee, ich kann ihn auch nicht auswählen. Moment. So, sehr gut. Okay, wir haben es geschafft, aber der Sven hat schon wieder ganz schön auf die Schnauze gekriegt, sag ich mal. Na gut, Freunde. Traumschaum. Okay. Ich werde während der Aufnahmenpause wieder zurück nach Laguna fahren, damit wir die Krabbe also dass wir dem Kumpel da Bescheid sagen können. Und dann werde ich da auch gerade nochmal übernachten. Und dann können wir beim nächsten Mal die Quest da abgeben. Ich glaube übrigens, das da könnte auch ein Monsterjagdgegner sein. Hier, der hier. Den machen wir dann auch beim nächsten Mal. Also, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal in Laguna wieder. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, meine Lieben, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da oder auch ein Abo. Gern auch den ein oder anderen Kommentar und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Hier bei Ni No Kuni. Ich kann hier gar nicht anlegen, ich muss hier rüberfahren. Bei Ni No Kuni. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Bis dahin und tschüss.